Im vorherigen Video haben wir es geschafft, 100 solcher Bilder in unser Game Panel einzufügen. Jetzt werden wir die Bilder noch verändern, dass es für unseren Spielhintergrund auch passend ist. Dazu gehen wir in unser Skript und was wir nicht mehr benötigen, ist das Sprite hier. Das wird so nicht mehr gesetzt. Das lösche ich jetzt einmal weg. Was wir aber benötigen, ist Instance dot Color und hier setzen wir einfach die Farbe, indem ich jetzt hier sage Color dot. Und als Beispiel nehmen wir die Color Black. Ich speichere das Ganze. Gehe zurück in Unity und starte mein Spiel. Wir sehen, jetzt ist alles schwarz, weil wir jetzt 100 schwarze Bilder nebeneinander platziert haben. Ich möchte jetzt aber nur, dass die schwarzen Bilder am Rand meines Panels vorkommen. Das heißt, wo befindet sich der Rand? Wenn wir uns dieses Bild hier betrachten, sehen wir, dass entlang der X-Achse, an der untersten X-Achse, das heißt, dass Y0 ist, alle Bilder schwarz sind und wenn Y am höchsten ist, sind ebenfalls alle Bilder schwarz. Das gleiche ist, wenn Y0 ist, sind alle Bilder schwarz oder wenn Y den höchsten Wert hat, sind auch alle Bilder schwarz. Gut, dann mache ich hier einfach eine Abfrage. If y-axis ist gleich 0 oder y-axis ist gleich 9, weil 9 ist in dem Fall unsere letzte Zahl für die y-Achse, oder x Axis ist gleich 0 oder x-Axis ist gleich 9. Wenn das zutrifft, soll die Farbe unseres Bildes schwarz sein. Trifft das nicht zu, soll die Farbe unserer Instanz hier etwas Helleres sein. Gibt es sowas wie Light Gray? Nein, gibt es nicht. Also wir versuchen hier einfach grau. Ich speichere das Skript, gehe zurück in Unity und starte mein Spiel. Ja, wir sehen, der Rand ist schon mal schwarz und die Innenseite ist grau. Das nächste, was ich tun möchte, wenn ich hier das Spiel starte, ich möchte hier gerne meine Grids sichtbar haben. Das heißt, ich gehe hier in mein Skript und werde hier ganz einfach die Position, ich meine die Größe meines Bildes etwas ändern. Wir haben hier Width durch 10. Das ist hier die Picture Size. Die können wir natürlich hier auch verwenden. Aber ich möchte, dass das Bild etwas kleiner ist als mein Game Panel, damit ich an meinem Rand, der jetzt schwarz ist, die einzelnen Felder sehe. Das heißt, ich multipliziere hier die Größe, die ich hier habe, mal 0,95f. Das heißt, ich nehme nur 95% meiner Picture Size für die Bildgröße. Ich speichere das Ganze, gehe zurück in Unity und starte das Ganze mal. Jetzt sehen wir hier zumindest unser Grid. Und das sollte auch einigermaßen passen. Jetzt möchte ich hier drinnen noch das Grid nicht grau haben, sondern einfach gar nicht sehen. Das heißt, ich nehme hier für diesen grauen Grid die Farbe Weiß. Ich gehe hier wieder zurück und ändere das hier in die Farbe White.
Okay, ich speichere nochmal das Skript, gehe zurück in Unity, starte mein Spiel. Ja, und wir sehen hier wieder unser Grid mit unseren einzelnen Zellen. Und das nächste, was ich haben möchte, ich möchte hier drinnen nicht mein Raster sehen. Für den Moment lasse ich es noch, dass wir unsere Schlange fertig implementieren, danach werde ich das rauslöschen. Gut, das nächste, was wir benötigen, ist, wir erstellen hier einzelne Instanzen, einzelne Game-Objekte, also unsere Bilder. Und die Schlange bewegt sich ja nur innerhalb unseres Rasters. Das heißt, wir benötigen hier irgendetwas, ein Container, der uns die Positionen der einzelnen Raster, die wir erstellt haben, speichert. Dazu erstelle ich hier ein Private Dictionary. Der Schlüssel hierbei ist folgender. Ich habe hier immer die X- und die Y-Achse und daraus ergibt sich die Position. Das heißt, um mir hier die Position zu merken, nehme ich für das Dictionary hier einfach ein Tupel. Und dieses Tupel besteht aus zwei Integerwerten. Und als Wert nutzen wir hier den Vektor 2 für die Position. Ich nenne das Ganze Dictionary Positions. Ist gleich New Dictionary. Das funktioniert so noch nicht, weil ich hier eine spitze Klammer vergessen habe. Gut, das akzeptiert er noch immer nicht. Eine Tupel mit einem Integerwert. Das heißt richtig. Ja, Positionen kennst du noch nicht. Hier ein Tupel. Ah, natürlich darf das nicht hier zugemacht werden, sondern das muss hier zugemacht werden. Und das gleiche gilt natürlich auch an dieser Stelle. Gut. Und jetzt muss ich einfach diesem Dictionary nur jedes Mal, wenn ich hier so ein Bild erstelle, die Daten zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn die Instanz erzeugt wird und ich den Position Vektor habe, sage ich hier einfach Positions, ne? .add, dann erzeuge ich hier eine neue Tupel und die Tupel besteht aus den X und Y, aus der X und Y Koordinate unserer Position bzw. unseres Grids. Das heißt, wir nehmen hier einfach die X-Achse und hier die Y-Achse. Damit weiß ich, an welcher Position bzw. wie die Position heißt, wo sich dieses Image befindet. Und hinzugefügt wird hier natürlich der Positionsvektor. Da ich den jetzt nicht zweimal erstellen will, sage ich einfach varchar position of instance ist gleich, ich kopiere mir diese Zeile hier, schneide sie hier raus, füge sie hier ein. Dann kann ich hier einmal sagen, die Position der Instanz ist position of instance und die gleiche Position of instance nehme ich hier. Gut, jetzt speichere ich das Ganze. Ich setze mir hier einen Breakpoint, starte den Debugger, gehe zurück in mein Skript, starte das Spiel. Ja, ich drücke einmal F10 und wir sehen, unsere Position enthält jetzt 100 Werte.
angefangen mit der Tupel 00, das ist links unten in unserem Grid, und enden sollte das Ganze dann mit 99. Wenn wir hier ganz nach unten scrollen, ja, 99. Das ist rechts oben die obere Ecke. Gut, ich stoppe hier den Debugger und ich stoppe auch das Skript. Das heißt, jetzt haben wir eine Methode, die uns unser Layout erzeugt und es uns ermöglicht, die Positionen zu speichern. Im nächsten Video werden wir dann die Schlange für unser Spiel erzeugen.